Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Vlog. Und zwar sind wir in London, wir haben auch schon eine Nacht hier geschlafen, und zwar im Haus von Jamar, seinem Vater. Auf jeden Fall richtig korrekt, richtig gastfreundlich, und wir haben hier alle in diesem Raum hier gepennt. Ist zwar ziemlich eng, aber was soll's. Torres hat sich schon übelst beschwert, weil Massi und ich irgendwie abwechselnd wie im Chor geschnarcht haben und er bis 5 Uhr nicht pennen konnte. Aber was soll's, das ist halt der Nachteil, da das ist das Ehebett von Massi und mir, hier Torres und Jamar ist geschlafen, und da hinten in der Ecke Kiwi, wie immer halt. Hier ist auch Kiwi-Lat am Start. Ja, Digga. Lass die Karte ficken, Digga. Ja, Digga. Oh. Schau mal, Digga. Schaut mal, wie die Katze schnurrt, Leute. Schaut mal, wie er sich gönnt, Bruder. Ja, Digga. Das ist eine ganze Scherzen bei uns. Ganze ja, Zeit. Digga. Ich hoffe, die schwarze Katze bringt uns nicht Pech, Leute, beim Turnier. Auf jeden Fall machen wir uns jetzt gleich auf den Weg. Vielleicht werden wir auch noch ein bisschen Session in London machen, je nachdem, ob wir morgen dann noch Zeit haben. Wir haben jetzt Samstag, wir haben heute 3 Gruppenspiele. Und wenn wir aus der Gruppe rauskommen, spielen wir morgen noch weiter. Also das hoffen wir natürlich, das ist unser Ziel. Und ja, Massi ist auch im Start. Oh, Digga, ja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Cut. Friese wird auch jetzt noch gemacht. Torres, are you hyped? Hyped! Oh! Die Katze ist auch hyped! Wir haben übrigens hier, Leute, hier die Double Nuclear am Start. Wartet, hier ist die erste gewesen. Und die zweite ist halt immer absolut dann noch von wegen gestern Nacht mit Kiwi. Ja, immer noch, Alter. Die ist so One-Shot. Schaut sie euch an. Ja! Ja, Digga. Oh, oh, ja. Stop wasting time, let's go. Bruder. No, tut mir leid, Digga. Es tut mir leid. Schaut mal, Leute, richtig freshe Gegend. Das erinnert mich total an Charm, zauberhafte Hexen. Kennt ihr die Serie noch? Beste, Alter. Die habe ich immer meiner Schwester früher geschaut, vor 10 Jahren oder so. Also Grüße an dich an dieser Stelle. So, Leute, wir fahren jetzt auch schon. Hier typisch englisches Wetter ist draußen. Und Kiwi ist natürlich im Backpack hinten. Yeah, but the number one is what I'm going for. I used to want it all and now I want it more until I'm number one. Wir sind angekommen beim Event. Hier geht's lang. Und vamos, sieht auf jeden Fall schon ganz cool aus, das Gebäude von außen. Richtig nice. Massi, erst Top Class. Alright, Leute, sieht hier aus wie in so einer Lagerhalle, würde ich sagen. Es ist ziemlich kalt hier. Hier ist so, sind die ganzen Side Stages. Da hinten wird wahrscheinlich die Main Stage sein. Laufen wir mal ein bisschen rum. Massi ist auch am Filmen. Hier wärmen sich die Spieler auf und so weiter und so fort. Man muss sagen, Leute, es ist echt keine Riesen-LAN. Also es ist eigentlich sehr überschaubar, wie das alles hier eingerichtet ist. Hier sind ein paar Zuschauerplätze und so, und hier ist dann die Mainstage. Wir werden alle unsere Gruppenmatches dort haben, und es ist auch immer Best of 3 angesagt, also nicht Best of 5. Wir müssen erstmal aus der Gruppe rauskommen und dann in den Playoffs ist dann Best of 5 angesagt. Ich hoffe, wir schaffen das. Wir geben auf jeden Fall alles, und ich würde sagen, wir sehen uns kurz vorm ersten Match. Okay, Leute, es geht gleich los gegen Splice. Die sind Vierter in der Pro League, also ein richtig harter Gegner, aber wir geben alles. Drückt uns die Daumen und wir sehen uns dann während dem Match wieder. White Card down. Noch eine 6-6-6-6-6-6. Habt ihr einen 6-1-Shot? Nice, komm, nice, du musst daneben sein. Ich hab einen noch, eine hinter der großen Wand. Er geht nice, right, let's go. Let's go, ich cutte weiter rechts. Ich cutte weiter rechts, ich hab rechts. Habt ihr Scheune? Komm, let's go. Noch einer Tim. Ich schau Tim, schau Tim. Habt ihr Tim, habt ihr Tim? The shit, let's go, come on. Noch einer, komm, noch eine zweite Enker. Einer ist noch da gewesen. Let's go, ich bin in der Scheune gespawnt. Ist easy. Big time, big time. Habt ihr Ellie? Links, absolut, links, absolut. Nice, also let's fucking go. Let's go. Let's go. Alles gut. So, Leute, erstes Match ist um. Wir haben leider 2-0 die Series verloren. Das Hardpoint, ich glaube, mit 30 Punkten. Richtig knapp war das. Da haben nur noch Kleinigkeiten das Match entschieden. Und dann Uplink haben wir nach der ersten Halbzeit 4-1 geführt und dann die zweite Halbzeit komplett reingeschissen. Also wir müssen einfach ein bisschen konstanter spielen. Ich glaube, da können wir echt hier jeden schlagen. Das war ja nicht irgendein Gegner, sondern Splice. Und jetzt spielen wir gegen zwei Challenger-Teams, so wie auch es eins sind. Wir müssen auf jeden Fall jetzt die beiden anderen Matches gewinnen, um aus der Gruppe rauszukommen, also im ersten oder zweiten zu werden. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann nach dem nächsten Match wieder. Oder während dem nächsten Match. Hab ich gemacht. Einen hab ich. Let's go, du bist der Beste. Komm, komm rein da, jetzt, komm!
That slowing it down, making sure you can check look that revolt is not around every single angle. Yeah, that's the right play to make, Fabi. And yeah, you can see the experience from the Germans speaking in SND right there. Yeah, Barca is just checking everywhere. Now, no information from either team yet. This is going to be information here. Legs have been seen. Gunleak should have been seen actually on that wall run as well. Revolt's going to go for the flank. Barca is going to try and hold this one down. Looks it like he's going to try and hit a flank himself. That 2v3 would be huge, Brycey. If they can make it happen, however, Revolt has been troubled for the Fabi lineup so far, still alive, and he's now in a 1v2 situation, gonna be able to make the first kill surely, but no! He misses it! Still gonna Gets be able one. To make it, and Doesn't the matter. Trade. Trade it away. And well played from Barca to just stay alive until Gunnerly was there to trade it. Because clearly, Barca was just running around that tree, making sure that Revolt Look at couldn't it. Find it. Easy shot. Just thank, easy. Thank you very much. Nice gemacht, Anton, das ist der Beste. Oh mein Gott. 2-1 haben wir die Series gewonnen, das war so knapp, Alter. Echt auch viel Unluck dabei bei Uplink und so. Mussten wir das Spiel neu starten, sind unsere Specialists weg gewesen und so. Haben wir 2 Punkte verloren und jetzt ist die mit 6-3. Die Jungs haben so gut gespielt. Aber der Anton ist aber klatsch gegangen! Einmal Massi und ich 2 gegen 4 gemacht, einmal hat Kiwi sogar 1 gegen 4 gemacht. Richtig geil, Alter. Boah, Leute, auf jeden Fall erstmal frische Luft schnappen, ohne Scheiße, ey. Die Gegner sind auch so in meinen Kopf, also die haben es versucht, auf jeden Fall in meinen Kopf reinzugehen. Der eine bodyshootet mich die ganze Zeit, der hat so Karma kassiert. Die waren irgendwie bei Hardpoint, ich glaube einmal 40 Punkte Führung. Er bodyshootet mich so direkt, what the fuck. Aber wir haben es dann auf jeden Fall jetzt die Series gewonnen. Kiwi ist so big gegangen, auf jeden Fall. Ich props an ihn. Ja, das ist hier so eine Location, Leute, innen drin. Das ist im Prinzip wie so eine Gamescom aufgebaut und dort ist dann auch die LAN in so einem Raum. Hier seht ihr Panzer, Alter. Boah, Leute, Alter, wie viele Headglitch-Spots gibt's hier? Holy shit, Mann, schaut mal an, wie man hier so headglitchen kann. So, Leute, wir haben das echt gebraucht für unsere Psyche und jetzt nochmal im nächsten Best of 3 alles geben, damit wir aus der Gruppe raus sind. Yo, Leute, nächstes Match haben wir jetzt hier auf der Side Stage, nicht mal auf der Main Stage. Wir spielen jetzt warm und ja, dann geht's auch schon los. Leute, ihr glaubt's gar nicht, Alter. Wir haben jetzt über 2 Stunden gewartet. Wir haben die ganze scheiß Updates runtergeladen, 9 GB, bis alles runtergeladen wurde. Und jetzt wollen wir gerade anfangen zu spielen. Und die sagen, ja, geht heute doch nicht mehr. Der Strom geht gleich aus. Ihr müsst morgen um 9 Uhr aufstehen und da sein. Um 9 hier sein. Um 9 schon hier sein. Geil. Also wir haben jetzt umsonst mehr als 2 Stunden gewartet. Echt richtig belastend. Also ja, spielen wir dann morgen das 3. Gruppenspiel, müssen wir es gewinnen. Und dann hoffentlich geht es direkt weiter dann gegen Epsilon oder Vitality. Wir wissen es noch nicht ganz genau. Wir sehen uns dann nachher, wenn wir irgendwie in London nur so essen gehen. Snacken, ja, Digga! Walking down the street. Wo ist mein Maschibär? In London. Wir gehen jetzt zu, wie heißt es? Nandos. Nandos. Hier, Leute. Mal schauen, wie das schmeckt. Und wir sehen uns beim Snack. Das ist der Lifestyle, Freunde, mit dem Jersey im Restaurant. Hier, das ist das Essen. Hier Chicken mit Salad und Pommes. Nandos. Bei mir mal Cheat Day heute. Auf jeden Fall gönnen wir uns das jetzt. Und ja, Digga, die Gains sind ja jetzt am Start seit neuestem. Seit 3 Wochen gehe ich ja trainieren. Ja, auf jeden Fall fahren wir danach wieder zu Jamar, seinem Dad. Wir müssen ja früh schlafen gehen, weil wir sehr früh aufstehen müssen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann nachher beim Snicken. Heute war echt ein cooler Tag. Wir haben echt gut gespielt insgesamt. Kiwi hat einfach absolut outstanding Performance gezeigt. Das Katzenstreicheln. Es hat echt Glück gebracht, Alter. Auch wenn die Katze schwarz war. Wir machen das auf jeden Fall morgen nochmal und dann gehen wir richtig rein. Also bis morgen. So, Leute. Ihr glaubt gar nicht, was gerade passiert ist, während wir geschlafen haben. Wir wurden aufgeweckt.
von Jamaz und er hat so gesagt, Jungs, wir müssen ins Krankenhaus und so, hier ist überall Blut, Torres, seine Nase ist wahrscheinlich gebrochen und irgendwie hat Jamaz ihn aus Versehen mit dem Arm richtig unglücklich so erwischt, während er geschlafen hat und seine ganze Nase ist jetzt verrutscht und ist richtig heftig geblutet. Man sieht hier noch so einen kleinen Blutfleck, aber sonst ist alles dann auf der Decke gewesen. Und wir haben jetzt gerade 2 Uhr in der Nacht, wir müssen um 9 Uhr schon am Event sein, die sind jetzt gerade eben erst losgefahren, wir haben gar keine Ahnung, ob wir überhaupt spielen können. Also mehr Pech geht echt gar nicht, Alter, das ist unglaublich einfach nur. Auf jeden Fall erstmal gute Besserung an Zill, Gesundheit geht vor allem vor. Da kann man auch auf die ganzen CWL-Punkte scheißen, ganz ehrlich, aber hoffentlich können wir trotzdem spielen, er will auch. Ich habe schon gesagt, wahrscheinlich kriegt er irgendwie eine Maske und dann hat Torres gesagt, da musste ich auch schon fast lachen. Ja, so, I will go with the mask to the land. Mit der Betonung sagt er das so. Also Torres auf jeden Fall echt bester Mann. Er will natürlich auch unbedingt spielen. Hoffentlich können wir. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und wir werden jetzt wahrscheinlich versuchen weiter zu pennen, damit wir wenigstens fit sind. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann nachher. Holy shit, ey. Unglaublich. Oh shit, Leute, wir sind absolut washed. Ich habe nicht mal geduscht, Alter. Wir waren so übelst unter Zeitdruck. Torres hat's zum Glück noch überlebt, Alter. Seine Nase ist nur so ein bisschen schief, aber er kann zum Glück spielen. Wir geben auf jeden Fall alles, Leute. Jetzt nochmal Glück gehabt, dass sie doch nicht gebrochen ist. War nur gestaucht, aber es war echt überall Blut und so. Das war richtig eklig. Aber auf jeden Fall spielen wir jetzt hier gleich auf dieser Side-Stage. Und ich würde sagen, ich hoffe, wir gewinnen und danach geht's gegen Epsilon weit. Nice, Anton. Noch einer. Hol ihn. Nice. So, Leute, wir haben das letzte Gruppenspiel 2-0 gewonnen, aber wir waren echt richtig schlecht, muss man sagen. Wir waren überhaupt nicht aufgewärmt, wir müssen uns echt uns wachrütteln. Und jetzt geht's gegen Epsilon dran, jetzt alles oder nichts, go big or go home. Die sind Dritter in der World League, wird echt nicht leicht. Wir müssen uns auf jeden Fall steigern, weil das letzte Gruppenspiel jetzt gerade, das war echt Struggle, Alter. Hier nach dem Aufstehen und so, man muss sich jetzt wachrütteln. Also, bis nachher. Let's go, Anton. Let's go! Be great, man. Let's go! Let's fucking go! Okay, Leute, das letzte Gruppenspiel konnten wir zum Glück gewinnen. Das heißt, wir haben unser Minimalziel erreicht, um genug Points zu sammeln für das Online-Turnier, wo wir dann Top 4 sein müssen, um dann bei der Relegation-LAN dabei zu sein, um sich dann für die Season 2 zu qualifizieren. Also es war unser Minimalziel. Wir haben danach dann noch gegen Epsilon gespielt, die sind auch Zweiter geworden jetzt bei der LAN. War echt belastend, dass wir direkt gegen so ein krasses Team da gespielt haben, sind halt leider rausgeflogen. Die waren auch echt deutlich das beste Team vom Team, aber waren die echt richtig heftig. In 10 Minuten kam ich nicht mehr in einen Gunfight gefühlt, in Hardpoint und so. Essen hier mit knapp verloren, ein bisschen gechoked, aber letztendlich hat das dann trotzdem nicht so viel großen Unterschied gemacht. Auf jeden Fall, Leute, sind wir wenigstens aus der Gruppe rausgekommen. Wir haben genug Points gesammelt, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn man zum Beispiel einen Online-Cup gewinnt, bekommt man gerade mal 200 Points. Man muss den Online-Cup gewinnen, das heißt, du musst Millennium schlagen, Infuse schlagen und so weiter. Das ist für uns quasi unmöglich im Gaming aus, vor allem online. Und wir sind aus der Gruppe rausgekommen, haben allein, dass wir aus der Gruppe rausgekommen sind, schon 400 Punkte bekommen. Also doppelt so viel wie zum Beispiel ein Turniersieg online. Das heißt, auf jeden Fall ganz nice. Und ja, aber trotzdem sind wir eigentlich letztendlich zu viel. Das sind eigentlich nur Kleinigkeiten, die das entscheiden, auch gegen Top-Teams, auch gegen Epsilon oder was weiß ich, gegen Splice. Also wir haben schon Potenzial, wir müssen uns steigern und wir hoffen auf jeden Fall, dass wir das alles so gefixt bekommen im Gaming-Haus, damit wir besser trainieren können, damit wir uns nicht immer sofort über die Connection aufregen und so, weil auf LAN sind wir echt ein deutlich, deutlich besseres Team. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon, war auf jeden Fall echt wieder cool. Die ganze Erfahrung zusammen, ich habe euch ja auch ein bisschen mitgenommen mit den Live-Reactions und so. Und ich würde sagen, wir machen jetzt noch hier so eine ganz kleine Tour, Leute. Weil wir sind jetzt nämlich bei den Killerfish-Leuten, auch ein deutsches Team, auch richtig gut. Die haben auch ziemlich gut Points gesammelt, muss man sagen. Und ja, die haben uns hier eingeladen in deren Apartment. Hier können wir mal zum Beispiel aus dem Fenster filmen, Leute. Übelst die geile Skyline, Alter. Übelst nice. London und so. Man kann hier auch Dingens so ein bisschen zoomen. Zoomen wir zum Beispiel dort hinten ins Hochhaus. Ja, Digga, ja. So ähnlich wie KSI sein Loft, Leute. Ich denke, das kennen bestimmt richtig viele von euch. Okay, komm mal mit, Marci. Ja. Laufen wir mal weiter. Da hinten ist Torres. Torres, how's your nose?
Schau hier, was du machst. Oh shit. Oh shit. Oh, man hat's kurz gesehen, Leute. Okay, dann gehen wir weiter. Da ist zum einen Jamas, das ist der Kryptonite. Er hat auch schon gesagt, er will demnächst Marcel seine Nase brechen. Dann noch Shox, der Coach von Killerfish, Kiwi, Ramba und Hasbroken zur Linken. Und ja, auf jeden Fall ganz korrekt. Leute, wir machen jetzt vielleicht noch ein bisschen Session, aber jetzt nicht zu heftig. Also wir gehen jetzt nicht feiern oder so, wir chillen einfach zusammen, essen noch was Chilliges. Und ich würde sagen, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Haut da rein, danke für euren Support im Stream und so. Und ja, wir nehmen euch natürlich wieder mit dann auf die nächste, dann hoffentlich dann bei der Relegation-Plan für die Season 2. Also bis dann.